So, ich bin jetzt hier auf dem MSI-Stand, man kann auch sagen MSI, und habe das Windpad 232W in den Fingern. Man sieht sofort, also das Display ist wahnsinnig dunkel. Soll ich mal festhalten? Geht gerade, geht schon, danke. Ja, 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 klar. Und man sieht nicht wirklich viel. Das Gerät hat Windows 7 drauf. Und zwar nicht irgendwie Phone, sondern ganz normal, hat 10 Zoll. Ich habe gerade schon versucht, das so ein bisschen zu bedienen. Ja, funktioniert eigentlich recht gut. Gerade eben hatte ich das Problem. So wie jetzt auch, dass man tippt und nichts passiert. So. Ich versuche gerade den Browser zu öffnen. Okay. Tja, das wollen wir alles gar nicht wissen. Also die Reaktionen sind nicht die schnellsten. Ich versuche die Seite zu maximieren. Funktioniert nicht. WLAN scheint auch nicht eingerichtet zu sein. Jetzt ist sie groß. Also insgesamt ist es wahnsinnig spiegelnd, wahnsinnig dunkel. Dazu noch relativ schwer, relativ breit, ein echter Klotz in der Hand. Ist definitiv nicht mein Favorite. Zu schwer, zu dick, insgesamt Plastikgefühl und das Touchpad reagiert sehr, sehr schwerfällig.